Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder mal im Windpark Freisen unterwegs, dem ältesten Windpark des Saarlands. Ja, der Windpark Freisen besteht aus mehreren Teilen und ich bin hier im Teil Freisen-Mühlenberg, südlich von Freisen gelegen. Hier stehen insgesamt 4 Anlagen, 2 Vestas V112 von 2017, 3,3 Megawatt, 140 Meter Nabenhöhe und noch relativ neu 2 Vestas V136 von 2020 in Betrieb gegangen mit 166 Meter Nabenhöhe. Ja, das sind echt richtig riesige Anlagen. Da freue ich mich echt drauf. Ja, der Nebel ist leider ziemlich dicht heute. Ich hoffe, es klart noch ein bisschen auf, damit ich die Anlagen ein bisschen besser sehe. Auch wieder mein Lieblingsdesign, einfache rote Flügelmarkierung und Tagesbefeuerung. Sehr geil. Ja, und hier weiter hinten ist dann der andere Teil, der größte Teil des Windparks, die Freisener Höhe. Da stehen die meisten Anlagen. Den Windpark habe ich auch schon mal gefilmt. Videos dazu gibt es auf meinem Kanal. Da steht noch eine V112, zeitgleicher Bau zu denen hier. E101 und da hinten sind die Nordex N90 auf Gittermast, die ich in meinem letzten Video gefilmt habe. Das ist eine N100. Da sind die S77, V90. Genau, Video gibt es auf meinem Kanal, 2 Stück. Könnt ihr euch gerne anschauen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der V112. Auch echt schon echt gigantisch. 140 Meter Nabenhöhe. 112 Meter Rotordurchmesser. Schon echt auch eine gewaltige Anlage. Hinten ist die andere. Und hinten dran im Nebel versteckt sieht man dann die V136. Eine der beiden, die andere ist komplett im Nebel, sieht man jetzt leider nicht. Aber es ist schon echt ein krasser Unterschied. Die V136 mit den 166 Meter Nabenhöhe, das ist schon echt super beeindruckend. Da wirkt selbst die V112 echt klein. Die haben jetzt beide rote Flügelspitzen. Ah, da hinten ist die andere. Kommt jetzt langsam raus. Ach, das wäre auch ein geiles Bild, wenn jetzt noch schönes Wetter wäre, aber ja, es ist halt Winter. So ist es halt. Im Sommer hat man dafür tolles Wetter, aber wenig Wind. Und im Winter hat man halt viel Wind, aber oft nicht so schönes Wetter. Hier hinten ist dann der dritte Teil des Windparks, Freisen-Eitzweiler. Da steht auch noch eine V112. Da sind die kleinen D-Wind. Auf der rechten Anlage war ich schon mal drauf. Da würde ich auch echt gerne noch mal drauf. Da steht noch eine Enercon E82. Und hier stehen 3 Südwind. S70. Da ist auch ein Repowering geplant. Die S70 mit den weißen Motorblättern, die sollen repowered werden, auch durch eine V136 mit 166 Meter Turm. Ich habe nur gelesen, dass es in Planung ist. Wann es da losgeht, keine Ahnung.
jetzt stehe ich nochmal hier unter der V112. Ah, auch echt eine tolle Anlage. Auch echt schon beeindruckend. Fast schon ein Winzling im Vergleich zur V136, aber echt auch schon eine beeindruckende große Anlage. In den Flügeln klebt überall noch Schnee. Echt witzig. So, hier sieht man die beiden Anlagen nochmal besser. Die V112 und hinten dran die V136. Cooler Vergleich. Dreht sich auch viel schneller. 436 dreht sich echt sehr gemächlich. Hier hinten sieht man dann nochmal Freisen. Da unten im Tal liegt Freisen. Singelt von Windrädern. Sieht auch ziemlich geil aus. Da sieht man schön das Blitzen von den Anlagen. Die Tagesbefeuerung. Hier sehen wir jetzt auch nochmal schön die Enercon E82. Daneben dann die V90. Winterlandschaft, die macht schon was her. Das ist schon echt ganz cool. Hier hinten sind auch noch einige Anlagen. Einige Enercon E82, E40. So, hier ist das Monster. Schaut sie euch an. Die V136. Mann, ist die fett. Das ist bisher die größte Anlage, die ich bisher live sehe. Ich habe zwar schon einige Enercon E138 mit 160 Meter Turm gesehen, aber die hier ist nochmal 6 Meter höher. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Vestas es hinkriegt, solche Riesenanlagen auf solchen schlanken Türmen zu bauen. Das ist echt der Hammer. Und der Rotordurchmesser ist einfach echt beeindruckend. Im Windpark Bedesbach habe ich auch schon mal eine V136 gefilmt, auch auf meinem Kanal. Aber der 166 Meter Turm, der ist einfach absolut beeindruckend. Und der Rotor, das sieht einfach so beeindruckend aus, gerade bei dem starken Wind heute, wie der hier vorbeirauscht. Ja, es zieht wieder ein bisschen Nebel vorbei, aber auf dem Rotor sieht man, da liegt ein bisschen Schnee sogar. Super beeindruckende Anlage. Wenn man sich mal vorstellt, dass es mittlerweile schon wieder größere Anlagen gibt, V150, V162 der neuen Inventus-Plattform, das ist echt schon Hammer, weil die hier ist ja echt schon riesig, aber die Entwicklung bleibt einfach nicht stehen, es geht immer weiter, die Anlagen werden immer größer, echt der Hammer. Ja, ich werde mich jetzt mal direkt unten drunter stellen, mal den fetten Rotor auf mich wirken lassen. So, jetzt stehe ich hier direkt unterm Turm und jetzt schaut euch mal dieses Monster an.
Der Wahnsinn, ey. Absoluter Hammer. Anlage verschwindet immer mal wieder im Nebel, dann kommt sie mal wieder hervor. Aber dieser Turm und der Rotor, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Gigantisch. Ich finde den Turm auch ziemlich geil. Er sieht aus wie so eine Sektflasche. Unten relativ breit und nach oben wird er immer schmäler. Da drüben ist die andere V136. Und hier hinten sieht man auch ein bisschen die V112. Das ist echt krass, also die V112 ist ja auch schon eine riesige Anlage. Aber wenn man die mal im Vergleich nebeneinander sieht, jetzt von ein bisschen weiter weg, dann überragt die V136 die V112 echt um einiges. Es wäre auch immer so geil, wenn das wie die Flügel sich so im Wind biegen. Das sieht echt Hammer aus. So geil. Jetzt verschwindet sie wieder im Nebel. Ja, ich freue mich echt schon, wenn in den nächsten Jahren einige V150 und V162 gebaut werden. Das wird echt Hammer. Stehen überall nur noch solche Monster hier. So, hier sieht man nochmal schön die beiden V112. Die stehen beide etwas niedriger. Ich finde, es sieht echt witzig aus, wenn die Flügel so verschneit sind. Ja, macht beide wieder das coole Design, das ich so gerne mag. Mit einfacher roter Flügelmarkierung und natürlich der Tagesbefeuerung. Das sieht immer richtig cool aus, gerade wenn es so neblig ist. Ist die andere. Und hier die zweite V136, die schon wieder im Nebel verschwindet. Sieht geil aus, wenn die Nebelschwaden hier vorbeiziehen, dann verschwindet sie mal im Nebel, dann taucht sie wieder auf. So, von hier aus hat man jetzt einen tollen Blick auf die beiden V136. Die sind echt so gewaltig, ey, mit diesem Riesenturm. Sieht einfach so geil aus, wie dieser riesige Rotor sich so grazil dreht. Ja, der Nebel hängt heute leider ziemlich tief. Die Rotorspitzen berühren sogar die Wolken. Den Flügeln ist sogar ein bisschen Schnee. Hier sieht man es noch mal schön, das Logo von Juvi. Obwohl ich jetzt relativ nah bei den Anlagen bin, hört man die jetzt gar nicht so laut. Das überrascht mich eigentlich. Ja, die Anlage wird immer wieder von den vorbeiziehenden Wolken verdeckt. Ah, das sind echt Giganten, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, dann war es das hier aus dem Windpark Freisen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wieder fleißig Kommentare schreiben. Freue ich mich immer drüber. Weitere Videos zum Windpark Freisen gibt es auch auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gerne auch abonnieren, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt.
Ja, und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, bis bald.